So, da sind wir wieder mit der linearen Kryptoanalyse von FIL4. Das ist ein Verschlüsselungsverfahren, was ich letztes Mal vorgestellt habe. Wenn ihr nicht wisst, wie das Ganze aussah und was lineare Abhängigkeiten innerhalb der F-Funktion war oder innerhalb der runden Funktion oder wie man die aufbaut oder so, dann solltet ihr euch dringend den Teil 1 von der Kryptoanalyse hier angucken. Einfach auf die Playlist gehen, in den Infokarten und dann seid ihr schon da. Okay, genug gelabert. So, jetzt machen wir hier direkt mal weiter. So sieht insgesamt der FIL4-Algorithmus aus und F ist hier oben beschrieben. So, das ist also die F-Funktion und diese F-Funktion wird hier mehrmals angewandt. Die nimmt dann auch jedes Mal einen anderen Schlüssel, das heißt, wir haben hier tatsächlich ein Problem. Wir können nicht einfach sagen, wir kennen den Schlüssel, weil wir ihn ja logischerweise nicht kennen, aber wir haben tatsächlich Klartext-Chiffrat-Paare. Das heißt, wir kennen hier ML, also den linken Teil, und wir kennen MR, also den rechten Teil von unserem Chiffrat. Und wir kennen hier unten auch CL, also den linken Teil von dem, was wirklich als Verschlüsselung dann rauskam. Und CR kennen wir auch. Das heißt, diese vier Sachen sind bekannt und wir haben nicht unbegrenzt, aber wir haben gut Rechenpower zur Verfügung. Aber ihr wisst jetzt, MR hat 32 Bit, ML hat 32 Bit und insgesamt haben wir einen Rundenschlüssel von jeweils 16 Bit. Das heißt, wir haben hier 4 mal 16 Bit, was eindeutig zu viel zum Bruteforcen ist. Naja gut, okay, mit 64 Bit könnte man vielleicht noch einen Bruteforce machen, aber es geht hier ums Prinzip, wie man das Ganze knacken würde. Und zwar so effizient wie möglich. Wir brauchen nämlich am Ende nur noch so circa 16 Klartext-Chiffratpaare, dann haben wir hier schon eigentlich einen effizienten Bruteforce und Kryptoanalyse-Mix hier drin. So, was man als allererstes macht, ist folgendes. Wir schreiben jetzt hier mal hin, was wir denn wissen. Wir haben hier MR. So, jetzt schauen wir uns das mal an. MR wird durchgereicht und hier in die F-Box reingepackt. Okay, gut. Das interessiert mich jetzt gerade relativ wenig. Was mich mehr interessiert ist, hier steht auch MR. Weil es wird ja einfach durchgereicht und da passiert nichts damit. Es wird nicht irgendwie XORed oder sowas, sondern es kommt hier tatsächlich einfach hier rein. Das ist doch geil, ne? Okay, so, was wir hier auch noch haben, ist folgendes. Wir haben ML. Naja, ML wird hier mit dem Output von der F-Box XORed, damit kann ich jetzt nicht so viel anfangen. Aber wir haben hier auch C. Und jetzt schauen wir uns mal an, was mit CL passiert. CL ist hier erstmal unangefasst. Hier wird nicht irgendwie irgendwas ge-X-Ort oder sowas. Das heißt, ich kann damit tatsächlich hochwandern bis zu diesem X-Ort. An diesem Pfeil hier steht immer noch CL. Jetzt müsste ich mal wieder hier tippen dürfen. Bitte. CL. So, Vorsicht, das betrifft jetzt den Pfeil hier. Also nicht den aus der F-Box raus, sondern diesen Schlingel hier. Ich mache ihn mal gerade irgendwie andersfarbig. So, der Teil ist hier bekannt, MR, der wird hier bis zu dem XOR weitergereicht und bis zu dem XOR drunter wird CL weitergereicht. Das heißt, ich kann hier tatsächlich einfach sagen, okay, der Output von meiner F-Box, ja gut, den habe ich nicht, aber ich habe hier CL. Okay, das ist schon mal was. So, und was man jetzt macht, ist folgendes. Ich habe ja hier auch CL als Input für diese X-Box, für diese F-Box hier. Okay, das heißt, ich kann folgendes machen. Ich beruht vor sich hier meine 16 Schlüsselbits von der vierten F-Box hier, also von dieser F-Funktion, den unteren Teil, und ich brute-force diese F-Box hier oben. Einfach nur hier diesen Output, mehr nicht. Das heißt, ich schreibe mir alles auf, was ich da so habe, und habe dann am Ende hier quasi meinen Output. Und zum Überprüfen benutze ich nachher meine Klartext-Chiffrat-Paare. So, okay, was habe ich dann für einen Aufwand hier? Das sind 16-Bit, das ist 2 hoch 16, das ist vernachlässigbar, das kann ich... Keine Ahnung, in einer halben Stunde habe ich das locker fertig gebrute-forced, easy. Und hier unten habe ich auch locker in einer halben Stunde alles fertig gebrute-forced. Das heißt, ich bin innerhalb von einer Stunde bin ich hier komplett fertig mit dem Brute-Forcen von diesen beiden F-Boxen hier. So, jetzt nehmen wir mal an, hier dieser Output ist mir quasi bekannt. Also im Prinzip, ich weiß nicht, was ich für einen Output habe, aber ich habe mir aufgeschrieben, was für Schlüsselbits denn ich verwendet habe und was hier dann jeweils am Ende rausgekommen ist. So viele Möglichkeiten sind es nicht, die kann ich mir auch noch in der Textdatei oder sowas schreiben, alles in Ordnung. Okay, und das heißt, dieser Output hier ist mir jetzt auch bekannt. Und mit CR und diesem Output kann ich diesen Weg hier, also das, was ich hier dazwischen habe, das kann ich hier jetzt berechnen, komplett berechnen. Okay, das heißt, ich habe hier das, was ich berechnen kann. Das ist immer noch dasselbe, weil ich habe ja CR und ich habe den Output von der F-Box, beziehungsweise ich habe mögliche Outputs für die F-Box.
und kann hier somit diese rosanen Pfeile hier zurückrechnen. So, und jetzt schauen wir mal, hier passiert nämlich einiges, hier passiert nämlich quasi alles, was geheim vorher war. Ihr seht, wie viel jetzt hier rosa geworden ist. So, und wie gesagt, hier habe ich auch gebrute-forced. Das heißt, ich habe den Output oder mögliche Outputs von dieser F-Funktion hier oben, kann mir somit auch mit ML und dieser F-Funktion hier diese Pfeile berechnen. Das heißt, jetzt wird es ein bisschen bunt. Was nehmen wir denn jetzt noch für eine... ich habe hier noch schöne Farben. Okay, blau ist schlecht, weil wir blau schon hatten. Das heißt, wir nehmen jetzt hier irgendeinen Matsch. Genau, matschbraun. Also habe ich nachher diesen Output von dieser von diesem XOR hier auch überall. Und der leitet sich hier überall weiter bis hier runter. Und ihr seht, wo wir jetzt noch irgendwelche Fragezeichen stehen haben. Naja, das ist nur hier und hier. Ja, gut. Okay, warum habe ich jetzt hier noch Fragezeichen stehen? Habe ich doch eigentlich gar nicht mehr. Grün ist mir komplett bekannt. Rosa habe ich gebrute-forced, also kann ich mir diesen Pfeil hier berechnen. Und zum Beispiel in... Was haben wir denn noch? Rot. Okay, also diesen Pfeil kann ich mir berechnen, genauso wie ich mir diesen Pfeil hier berechnen kann. Und somit kann ich hier tatsächlich auch diese einzelnen Schlüsselbits ausrechnen, weil ich habe ja diese linearen Abhängigkeiten hier. Und hier steht ja überall der Schlüssel noch drin. K0, K8 und so weiter und so fort. Und hier kann ich dann über diese roten Pfeile, die ich ja hier habe, ich habe sowohl den Input als auch den Output, sprich ich habe hier F und ich habe I, aber ich habe als einziges kein K. Und somit kann ich dann logischerweise die ganzen Schlüssel zurück brute-forcen oder nicht brute-forcen, ich berechne sie sogar tatsächlich. Das heißt, ich habe jetzt hier noch den Aufwand, dass ich das brute-forcen muss und das brute-forcen muss. Also 2 mal 2 hoch 16, das ist absolut nichts. Und ich kann den kompletten Rest errechnen über diese linearen Abhängigkeiten, die ich hier habe. Und was ich dann mache, ist folgendes. Ich habe ja hier noch haufenweise Schlüsselkandidaten dann rumfahren. Das heißt, bei dem Berechnen, was ich hierbei rausbekomme, da kriege ich dann teilweise Sachen raus wie, das kann jetzt nicht sein. Also da muss irgendwie was schiefgelaufen sein, weil der Schlüssel müsste gleichzeitig 0 sein, aber er müsste gleichzeitig 1 sein an manchen Bits. Und dann kann ich sagen, okay, dann kann ich diesen Schlüsselkandidat, den ich mir hier bei 2 hoch 16 Schlüsselkandidaten rausgefischt habe, dann kann das nicht sein, weil hier M und C nicht zueinander passen. Das wäre mit einem anderen Schlüssel dann möglich gewesen, aber mit diesem Schlüssel dann offensichtlich nicht. Und dann habe ich plötzlich statt meiner 2 hoch 16 Möglichkeiten, die ich hier bei dem Output habe und bei dem Output hier oben, habe ich plötzlich nur noch viel, viel weniger. Und wenn ich das 16 Mal gemacht habe, also 16 Klartext-Chiffratpaare ungefähr brauche ich, dann habe ich alles ausgerechnet. So funktioniert im Prinzip die lineare Kryptoanalyse. Wenn man lineare Abhängigkeiten innerhalb der S-Boxen hat, dann kann man das machen. Super, nicht wahr? Irgendwie ziemlich cool und gleichzeitig ziemlich beängstigend, was man da alles zurückrechnen kann und so weiter und so fort. Liegt an der feisten Struktur, die ist aber eigentlich ziemlich gut. Und wenn ich das jetzt hier noch ein paar Runden gemacht hätte, wäre es schon echt aufwendig geworden. Das heißt, wenn ich hier ein paar mehr Runden drin gehabt hätte, wäre es schwierig geworden. Wir werden uns jetzt dann bei DES mit nicht-linearen S-Boxen bei der linearen Kryptoanalyse auch noch befassen. Die sind irgendwie fast widersprüchlich, aber es geht tatsächlich doch. Nur hat man nachher mehr Aufwand, als wenn man es brute-forcen würde. Deswegen DES immer noch ungebrochen im Prinzip, außer durch brute-force, aber zu wenig Schlüsselbits. Okay, das war's von meiner Seite erstmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!